Der Besuch auf Schloss Freudenberg in Bezug auf unsere Unterrichtsthemen Wahrnehmung, Sinne und Kommunikation war für mich persönlich ein Hammer. Da das Thema viel zu bieten hat, habe ich es als eine Reihe von Mini-Reportagen gestaltet. Die erste ist über das Schloss selbst. Für alle, die es nicht wissen oder nie gehört haben, Schloss Freudenberg ist in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden im Stadtteil Dotzheim. Es ist nicht als Schloss gedacht, sondern wurde vom Architekten Paul Schulze Naumberg im Jahre 1904 als Villa errichtet und danach wurde Freudenberg im Ersten Weltkrieg als Offizierscasino für die französische Armee genutzt, dann als Sommersitz eines Hotels, 1920 als ein Kinderheim, danach als Mütterheim und zuletzt bis 1984 als Priesterseminar der United Pentecostal Church. Ab 1984 bis zum Jahre 1993 steht das Gebäude leer und verfiel durch Zerstörung, Vandalismus und Brandschaden. 1993 übernahm das Schloss die Gesellschaft Natur und Kunst, gemeinnützige eingetragener Verein, aufgrund einer Initiative vom Ehepaar Matthias und Beatrice Schneck. Zusammen mit einer Gruppe von Künstlern, Handwerkern und Pädagogen hat man unter dem Leitmotiv Sanierung ist Heilung durch Kunst und Kultur mit der Sanierung und Umwandlung des Schlosses und des Parks angefangen. Da ich kein großer Fan von Architektur bin und ich hoffe, meine Tochter hört mich jetzt nicht, hat mich das Gebäude nicht auf den ersten Blick umgehauen. Einige meiner Schulkollegen waren sofort begeistert, da das architektonische Meisterwerk eine Rutsche hat. Das Innere macht die Sache schon wesentlich interessanter. Eine Mischung aus einer Zeit, die weit, weit hinter uns liegt und verschiedenen Attraktionen gibt uns das Gefühl, dass man in das Geheimzimmer des Zauberers Harry Houdini eingetreten ist. Alles, was man hier sehen, anfassen oder riechen kann, hat direkt was mit den menschlichen Sinnen zu tun. Der Hof des Schlosses Freudenberg bewegt uns, das innere Kind rauszulassen und mal richtig zu toben. Zum Schluss hat man noch eine wunderschöne Wiese, wo man sich hinsetzen kann, etwas nachdenken, was knabbern oder die frische Luft unserer Mutter Erde mit Zigarettenrauch zu verpesten. Ja, so sieht ein Besuch der Schüler der Altenpflegeschule auf Schloss Freudenberg aus. Wenn euch interessiert, wie der Klangraum sich anhört oder wie es in der Dunkelbar aussieht, dann empfehle ich, dass ihr euch mal die anderen Videos zum Thema Schloss Freudenberg anschaut.